Heute geht's ran an den Reichstag, ein großes Gebäude. Ja, heute mal was Großes. Wir werden uns das Gebäude, sag ich mal, mehreren Parts schön aufteilen. Heute geht's eigentlich los mit dem Grundriss und ein paar Türmchen. Und zum nächsten Teil kommst du eigentlich immer am Ende des Videos. Da ist einmal was verlinkt oder auch hier irgendwie in der Ecke findest du nochmal ein kleines i, wo dann auch nochmal die Playlist von unserem, ja, Reichstaggebäude natürlich auch verlinkt ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, Blöcke hier und auf geht's. Für unseren schönen Start holen wir uns einfach mal ein paar steinzige Blöcke raus. Obwohl, wir packen es mal hier drauf, dann sieht man es besser. So, ein paar steinzige Blöcke, ein paar Stufen davon und Treppen. Mehr brauchen wir für unseren Start nicht. Immer geht es erstmal ran, dass wir uns das markieren. Mein kleiner Tipp, falls du noch nicht genau weißt, wo du es dir hinsetzen willst, solltest du zu deiner Straße möglicherweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sagen wir mal 10 Blöcke Minimum, sage ich mal, Abstand halten. So, jetzt haben wir den Abstand zur Straße schon mal rausgefunden. Jetzt wollen wir uns erstmal so ein bisschen unsere Markierungen setzen. Ich lasse uns jetzt gleich schon mal immer dazwischen schon mal ein paar Lücken frei, damit wir dann immer schon, sag ich mal, die Markierungen haben, wo wir unsere Fenster hinmachen. Wir fangen erstmal mit einem ganz normalen Block an. Einen Block freilassen, dann setzen wir zwei hin, wieder ein frei, nochmal zwei hin, ein frei, nochmal zwei hin, ein frei, zwei hin und nochmal zwei. So, dann haben wir insgesamt hier vorne fünf Lücken. Ne, wir können es nochmal überprüfen. 1, 2, 3, 4, 5 Lücken. Und dann einfach auf 5 Zweier und ein Einer. Jetzt geht's schon an eine Ecke. Die sind immer gleich aufgebaut. Von den Zweier gehen wir einen schräg. Gehen nochmal so schräg, machen Zweier hin. Lassen zwei Blöcke Platz und setzen wieder ein Zweier hin. Nochmal das gleiche Spiel. Einen Block hier einmal schräg hinsetzen. Dann wieder ein Zweier. Zwei freilassen. Zwei hin. Und wieder ein schräg und ein Zweier. So, dann haben wir schon mal die Ecke fertig. Und dann geht's wieder weiter, dass wir nach dem Zweier immer, sag ich mal, einen freilassen und wieder ein Zweier hinsetzen. Das heißt, da setzen wir 1 Zweier, 2 Zweier, 3 Zweier, 4 und 5 Zweier setzen wir dann hier einfach mal hin. Wir lassen dazwischen halt immer einen Block frei. Dann geht schon zu unserem mittleren Teil an den Seiten. Da gehen wir einfach nur zwei Blöcke so schräg davon, lassen zwei Blöcke Platz und wieder zwei so zurück. Und dann setzen wir wieder einen Zweier. So, von den Zweiern setzen wir wieder 5 Stück. Also 1, 2, 3, 4 und 5 Zweier. Dazwischen immer halt einen freilassen, sodass wir hier 4 haben. Jetzt geht es wieder weiter mit einer Ecke. Das heißt, einer hin, dann wieder ein Zweier, zwei freilassen, Zweier, einer, Zweier, zwei freilassen, Zweier, einer und wieder ein Zweier. So, jetzt fliegen wir hier einmal kurz nach oben. Einmal kurz anhalten. Und sobald wir es haben, gehen wir jetzt auf der Rückseite wieder weiter. Da hatten wir einen Zweier und da lassen wir auch wieder einen Block frei und setzen wieder Zweier. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier einfach mal 6 Zweier hin und dann kommt einfach mal ein Einer. Sobald wir das soweit haben, müssen wir jetzt erstmal etwas freilassen, denn die Rückseite bauen wir in einer separaten Folge. Also jetzt hier das Endstück. Da lassen wir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt müssen wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke lassen wir frei. Den 19. Block setzen wir einmal hin. Also hinten 18 Blöcke freilassen. Sobald wir das haben, kommen wieder unsere, wie viel sind das hier? 6 Zweier. Das sehen wir also nochmal sicherheitslieber nach. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Sobald wir dann die hier soweit haben, geht es wieder los an unserer Ecke. Das heißt hier wieder ein Einer hin, dann wieder ein Zweier, dann wieder 2 freilassen. Zweier, Einer, Zweier, wieder 2 freilassen, dann wieder Zweier, Einer, Zweier. Und sobald wir das haben, geht es wieder los mit unseren Zweiern. Das heißt, wir haben schon mal 1, 2, 3, 4 und 5 Zweier uns hier einmal hingesetzt. Sind wieder hier in der Mitte von unseren Seiten. Setzen wir wieder 2 Schräge hin, 2 freilassen, wieder 2 Schräge hin. Und dann geht es wieder los mit unseren Zweiern. Da setzen wir wieder 1, 2, 3, 4 und 5 Zweier hin. So, jetzt haben wir schon bald geschafft. Jetzt kommt noch die letzte Ecke. Da wollen wir jetzt einfach wieder einen Schräg hinsetzen. Dann wieder ein Zweier, zwei freilassen. Zweier, einer, Zweier, zwei frei. Dann wieder Zweier, einer und Zweier. Und sobald wir es haben, geht es wieder los mit den letzten paar Zweiern. Das heißt, da setzen wir noch 1, 2, 3, 4 und 5 Zweier einfach mal hin. Ja, und danach geht es los, wie wir angefangen haben, dass wir hier noch einen Einer hinsetzen. Die Vorderseite machen wir auch noch in einer separaten Folge. Jetzt ist die nächste Aufgabe, dass wir erstmal alle Blöcke, die wir hier haben, auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke machen. Das heißt, da setzen wir einfach nochmal 2 weitere Blöcke rauf. Sobald wir unsere ganzen Steinblöcke auf 3 insgesamt hochgesetzt haben, wollen wir die jetzt natürlich auch ein bisschen bearbeiten. Das heißt natürlich, unsere Fenster schon ein bisschen so kennzeichnen. Da gehen wir erstmal grob vor. Und zwar fangen wir immer auf den geraden Flächen an. Wir haben 2 auf der Vorderseite, jeweils immer 2 an den Seiten und dann natürlich auch noch 2 auf der Rückseite.
Bei diesen kleinen, nur einer, also hier bei diesen einer Fenstern, die wir haben, setzen wir jeweils immer unten einmal unsere steinzige Stufen hin und oben eine umgedrehte Treppe. Das machen wir erstmal hier auf allen vier Seiten. Sobald wir dann die kleinen einer Fenster überall auf jeder Seite, sag ich mal, hier bestückt haben mit Stufen und Treppen, geht's gleich los hier bei der Mitte an den zwei Seiten, die wir hier haben. Da wollen wir eigentlich nur zwei Stufen einmal hier unten in der Mitte platzieren. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Sobald wir dann natürlich denn hier unsere Stufen platziert haben, geht's jetzt einmal an unsere Ecken an. Da wollen wir ein paar andere Fenster machen. Gut, ich sag mal, unten setzen wir natürlich wieder Stufen hin und oben Treppen. Nur, dass die Treppen diesmal sich aber natürlich so einmal angucken, ne? Dass wir hier so ein bisschen diese Form kriegen. Und das machen wir natürlich jetzt hier bei diesen zwei Fenstern auf jeder Seite. Sobald wir denn auch hier an jeder Seite unsere Fenster einmal platziert haben, geht es jetzt noch ran, dass wir uns, sag ich mal, die Innenhöfe von unserem Reichstag bauen oder schon mal vorkennzeichnen. Da fangen wir einfach mal an den Seiten an, die wir hier haben. Wir gucken hier Seite und da haben wir natürlich hier vier Fenster. Ich fange hier von der Ecke an und gleich hier beim zweiten Fenster, da gehen wir mal dahinter und lassen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Beim siebten setzen wir schon mal unsere Steinmarkierung hin. So, hier machen wir jetzt eigentlich genau das gleiche Spiel, dass wir uns hier, sage ich mal, das erstmal so kennzeichnen, gleich hier schon mit den Lücken für die Fenster. Da fangen wir jetzt einfach mal, wie wollen wir anfangen? Richtung ist eigentlich relativ egal. Wir machen jetzt einmal erstmal hier, gehen wir mal hier schräg runter. So, da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3 weitere Blöcke ran, dass wir dann hier 4 haben. Einen Block freilassen, dann kommen wieder unsere schönen Zweier. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, nicht wirklich 6, sondern eher mehr gesagt 5 Blöcke hin, weil danach wird er dann, sag ich mal, hier wieder unser Vierer. Also haben wir insgesamt 5 Zweier und an den Seiten jeweils 2 Vierer. So, dann wollen wir jetzt wieder einmal abbiegen nach vorne weg. Da setzen wir auch wieder 3 ran, dass wir hier immer so eine Vierer-Ecke haben. Dann lassen wir einen Block halt frei, ein Zweier hier auf der Vorder- und Rückseite und dann kommt wieder unser Vierer. So, hier setzen wir wieder an jeder Ecke halt insgesamt so, dass wir hier 4 haben. Dann kommen wieder unsere Zweier hin und hier machen wir insgesamt halt nur 2 Zweier hin, lassen dann 4 Blöcke Platz, setzen wieder 2 Zweier hin und unseren Vierer. So, jetzt sollte es perfekt auch aufgehen, dass wir natürlich auf einer, ja, Höhe hier liegen mit der Vorderseite. So, jetzt machen wir hier wieder unsere Vierer-Ecke hin an den Seiten, können wir andere Seite auch machen. Und hier in der Mitte, zack, unseren Zweier noch hin, ne? Bevor wir das Ganze jetzt natürlich hier auf 3 hochsetzen, na gut, jetzt habe ich schon hochgesetzt. Okay, dann können wir es auch gleich fertig machen. Ja, hier ist eigentlich überall unsere kleinen Einerfenster. Das heißt, das machen wir wie draußen, einfach hier die Stufen unten hin und die Treppen dann einfach oben hin. So, ich habe mir das Ganze jetzt natürlich hier noch alles schön zugezogen mit den Stufen und Treppen hier bei den Fenstern. Und das heißt, dass dieses, was wir jetzt hier haben, müssen wir nochmal auf die andere Seite setzen. Einfach synchron. Das heißt einfach, wir fliegen auch wieder hier zur Seite hin, fangen einfach genau beim zweiten Fenster an, nehmen unseren Block und lassen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz und beim siebten setzen wir es hin. So, jetzt können wir natürlich das gleiche hier nochmal so zeichnen, wie wir das haben. Oder wir schnappen uns einmal unseren Konstruktionsblock. Wir sind ja schon Fachexperten drin und können uns das einfach mal kopieren, sodass wir die Arbeit nicht haben, uns das hier nochmal hinzuzeichnen. So, wie machen wir das? Erstmal, wir fliegen einfach zu unserem Bauwerk hin und müssen einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal hier von der einen Ecke, einfach so schräg davon mit jetzt einmal hier so hinsetzen. So, das heißt jetzt einfach mal, wir brauchen das Maß, das suchen wir uns natürlich hier einmal raus. So, du brauchst keine Arbeit machen, um erstmal zu gucken. Also, wir machen einfach mal X auf eine 15, Y auf eine 4 und das Z auf eine 26. Und dann haben wir schon perfekt das hier einmal uns hier markiert. Jetzt können wir mal reingehen, speichern. Einfach unter irgendeinem Buchstaben. Ich mache jetzt einfach mal U. Zack, speichere mir das Ganze. Den Block kann ich mal wegtun und gehe jetzt mal zur anderen Seite. So. Das Schöne ist, wir können ja auch hier gleich einmal ansetzen. Zack. Und zwar, wir hatten uns, sage ich mal, jetzt hier schon diesen Markierungsblock gemacht. Da kannst du gerne einmal ransetzen. Obwohl, das passt ja nicht so ganz. Da müssen wir ein bisschen anders machen. Hehehe. Nee, wir müssen jetzt erstmal, sage ich mal, hier die Vormarkierung machen. Um einfach rauszufinden, wo wir ihn genau hinsetzen müssen. Also, wir machen hier dann einfach mal einen Vierer daraus. Einen Block freilassen, Zweier hin und dann kommt hier wieder unser Vierer hin. So, jetzt können wir das hier einmal ansetzen und gehen jetzt einfach mal auf Laden, denn unter was wir es gespeichert haben, beim jetzt U. Aber wo jetzt habe ich das hier um einmal versetzt? So, wir machen es nochmal. So, ja, irgendwie muss es ja klappen. Wir haben es ja noch nicht auf Laden gemacht. So. Wir müssen eigentlich von der Ecke ein noch zur Seite gehen. Warum? Weil das alles so ein bisschen doch denn richtig passt. Also gehen wir nochmal einen, zack, hier so, wenn wir den jetzt, sag ich mal, hier schräg haben, einen nochmal zur Seite weg. Genau. So, jetzt können wir reingehen, laden, dann nehmen wir das U und
Wir machen es nicht so kompliziert und spiegeln das einfach mal komplett. Und danach berufen wir eigentlich nur auf Laden glücken. So, wir haben es Laden gemacht. Und dann sehen wir, perfekter Eingang ist hier. Sollte auch alles noch passen. Ansonsten nochmal kurz hier Abstand messen. Jawohl, 6 Blöcke. Passt. Und dann haben wir es komplett perfekt kopiert einmal rüber. Den Block nehmen wir natürlich dann hier einmal weg, dass man den nicht sieht. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal die erste große Arbeit geschafft. Uns erstmal alles so ein bisschen vormarkieren. Jetzt geht es daran, dass wir uns natürlich erstmal mit den Türmen beginnen. Die Ecken müssen wir erstmal zuerst setzen. Und da beginnen wir ganz einfach gesagt erstmal, dass wir uns ein paar Steinblöcke rausholen. Denn Steinziegelmauern, denn ein paar gemeißelte Steinziegelblöcke. Polierte Andesitstufen und Treppen, ein paar Steinstufen und Treppen, ein bisschen hellgrauer Beton und ein paar glatte Steinstufen. Wir werden auch hier wieder mit unserem Kopierblock ein bisschen arbeiten. Und zwar wollen wir nur eine Ecke bauen und die dann komplett überall einmal reinsetzen. Wie das funktioniert, zeige ich dir. Aber erstmal müssen wir ihn natürlich einmal bauen. Erster Schritt, polierte Stufen nehmen und die einmal hier auf unseren Ecken einmal komplett langziehen. Wir machen das auch erstmal nur bei den Ecken. Zu den Seitenteilen kommt eine separate Folge, wie wir die bauen. So, sobald wir das hier auf den Ecken haben, kommen wir einmal zu unseren Steinblöcken. Die setzen wir einmal komplett hier einmal überall ran, wo wir jetzt hier unsere Stufen uns einmal platziert haben. Und die wollen wir auf eine Höhe ziehen von insgesamt 13 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, die können wir uns auch einmal hochziehen. Um ein paar Blöcke zu sparen, lassen wir die Seiten oder machen eigentlich nur die Seitenteile, sodass wir, sag ich mal, hier vorne auf den Flächen immer eine freie Fläche von 4 Blöcken haben. Ja, das spart uns ein bisschen Zeit, uns ein bisschen was zu platzieren und auch natürlich das Blockmaterial. So, jetzt wollen wir uns, sag ich mal, die zwei Stockwerke reinhauen von unseren Fenstern. Da lassen wir einfach unten 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz, können uns zwei Blöcke hinsetzen, die auch gleich einmal rüberziehen. Jetzt brauchen wir an der Seite nicht 10, einfach hier dann so, zack, das einmal übernehmen von der Höhe. Und sobald wir das haben, wollen wir jetzt einfach mal an den Seiten 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz lassen, einen Block rauf und darüber könnt ihr das einmal zur anderen Seite ziehen. Und hier in der Ecke machen wir nochmal einen Block hin. Ganz oben können wir das hier einmal zuziehen. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke. Ab dem fünften, zack, einmal hin. Jetzt haben wir es auf der anderen Seite falsch gemacht, wie ich mitkriege. Jawohl, hier haben wir nur 3. Also, zack, zack, zack. Müssen wir so machen, dass wir hier 4 Blöcke haben. Hier in der Mitte 5 und dann hier oben einfach mal zuziehen. So, schön, dass mir das auffällt. Wunderbar. Ja, so machen wir an der Seite auch. Ne? An der Seite 4, in der Mitte 5 und oben ist es zu. So, sobald wir das Ganze haben, wollen wir, würde ich mal sagen, könnten wir eigentlich gleich mal unsere gemeißelten Steinziegelblöcke mal nehmen. Die immer auf der Vorderseite hier an den Seiten einmal platzieren. Das machen wir auf beiden Seiten. Und dann nehmen wir gleich die Steinziegelmauern und können die einmal, einmal hier bis nach oben ziehen. Ich würde aber sagen, bei der letzten Ebene machen wir einfach mal unsere gemeißelten Blöcke einfach mal hin. So, sieht viel besser aus. Und sobald wir das haben, wollen wir jetzt anfangen, auch gleich mal unsere Fenster zu machen. Wir nehmen nochmal die Mauern zur Hand. Ich würde mir die oben einmal hier so ringsrum einmal setzen. Ja, das hebt das Fenster doch ein bisschen hervor. Wunderbar. Und das wollen wir nicht nur oben machen, sondern auch unten wollen wir die Mauern verwenden. Da setzen wir die aber einfach nur an den Seiten einmal hin. Einfach hier so ran. Und sobald wir das haben, kommen wir jetzt schon wieder zu unseren polierten Sachen. Wir wollen einmal unten, würde ich mal sagen, so eine kleine, ja, so ein kleines Vorder uns einmal setzen. Einfach zwei Stufen in der Mitte, Treppen an den Seiten hin und darüber nochmal zwei weitere Stufen. Sobald wir das denn hier haben, wollen wir darüber, hier würde ich mal sagen, mal unten einfach mal ein paar polierte Stufen uns einmal raufsetzen. Und darüber wollen wir einfach mal an den Mauern hier zwei Stufen uns hinsetzen, darauf dann zwei Treppen. Und danach machen wir hier nochmal zwei Stufen hin und nochmal darauf zwei Stufen. Wunderbar. Ich überlege gerade so, aber ich glaube, das sieht doch ein bisschen besser aus, wenn wir hier einfach mal zwei Treppen hin machen. Ja, das sieht doch ein bisschen schicker aus. Man kann natürlich auch zwei Stufen nehmen, wenn es einem gefällt. Na, so im Nachhinein grübelt man doch immer noch, wie man es besser machen kann. Aber ich glaube, ich bleibe bei den Treppen hier komplett so. Jawohl, das sieht doch gut aus. Sobald wir das haben, geht es jetzt weiter, dass wir den Turm dann natürlich noch größer machen. Jetzt setzen wir einfach mal einen Steinblock, jeweils hier so schräg davon, einmal in die Ecke hin. Das machen wir hier insgesamt dreimal erstmal, aber wir brauchen dann auch noch ein viertes Mal. Jetzt natürlich bei der Ecke, die wir jetzt hier gar nicht sehen. Das heißt einfach, wir setzen uns jetzt hier einfach die beiden geraden Seiten einmal hier zur Seite weg, bis sie, sag ich mal, sich hier so fast treffen oder man kann sie ruhig treffen lassen und dann zack, einfach unseren Block hier rauf. Sobald wir dann hier natürlich unser schönes Viereck haben, nehmen wir mal unsere Mauern und können jetzt auf diesen Blöcken insgesamt 5 Mauern einfach mal raufsetzen. Jawohl, machen wir mal. Sobald wir unsere Mauern dann darauf platziert haben, können wir darauf dann wieder überall einen weiteren Steinblock uns einmal platzieren. Wunderbar. Und darunter
einfach über diesen Block halt an den Mauern hier unten, zack, setzen wir auch jeweils nochmal zwei weitere Blöcke ran. So, sobald wir denn hier unsere, ups, da fehlt noch, Steinblöcke einmal platziert haben, nehmen wir jetzt einmal unseren hellgrauen Beton. Den platzieren wir jetzt hier einmal innen drin, dass wir den hier einmal so ein bisschen reinbasteln. Und zwar machen wir jetzt hier einfach mal insgesamt drei Ebenen davon. Einfach hier ringsrum ziehen, so ein schönes Viereck. Einfach mal dreimal unseren Beton rein. Und sobald wir unseren Beton dann hier einmal drauf platziert haben, geht es jetzt weiter mit unseren Steintreppen. So, die wollen wir jetzt hier einmal so platzieren, dass die, sag ich mal, immer in eine Richtung, sag ich mal, so gehen. Jetzt fange ich an, dass die Rückwand, sag ich mal, hier ist. Das heißt, ich gehe mal so lang, mache mir das hier noch einmal die Treppen hin. Wunderbar. Gehe hier wieder so lang und wieder die Treppen hin. So, noch einmal lang und wieder die Treppen hin. Auf den zwei Seiten, die, sag ich mal, in unser Gebäude, sag ich mal, gucken, können wir, sag ich mal, hier die Seiten von diesen zwei Lücken einfach mal komplett mit unseren Steinblöcken ausfüllen. Auf unseren Treppen können wir jetzt einfach mal eine Steinstufenschicht hier einmal langziehen. Auf den zwei äußeren Seiten, die wir haben, lassen wir erstmal noch, sag ich mal, diese Lücken hier an den Seiten nochmal offen. Die wollen wir später füllen. Erstmal kommen wir jetzt dazu, unsere Fenster oben weiter zu bauen. Die sind eigentlich auf jeder Seite gleich. Wir fangen an der Seite an, erstmal so zwei normale, also eine normale Treppe, eine umgedrehte Treppe und darauf nochmal eine umgedrehte Treppe. So, an der Seite können wir genau das gleiche Spiel hier einmal machen. Und jetzt müssen wir das eigentlich so machen, dass sich die Treppen, sag ich mal, dann so einmal angucken. Einfach spiegelverkehrt dann hier nochmal spiegeln. Und ihr seht schon, was daraus dann wird, dass wir insgesamt dann hier so drei Fenster haben. Da müssen wir das hier einmal so ein bisschen uns zurecht wursteln. So, wunderbar. So, ihr seht schon, da wird langsam ein paar Fenster draus. Das machen wir hier oben dann auch nochmal mit den ganz normalen Treppen, dass wir uns die hier einmal zurechtformen. So, wunderbar. Und dann haben wir hier drei Fenster erschaffen. Die wollen wir hier auch wieder auf jeder Seite machen. Das heißt dann hier, zack, 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 formen wir einfach mal unsere Fenster. Sobald wir das haben, nehmen wir wieder unseren Betonblock einmal zur Hand und setzen den jetzt hier oben einfach mal auf der innenliegenden Seite auch nochmal einmal komplett so lang. Einfach über den Fenstern, die wir hier gerade haben. Und sobald wir das denn soweit haben, nehmen wir wieder mal unsere Mauern raus und setzen jetzt hier einfach mal so halt eine Mauer, ups, eine Mauer immer hier an der Seite hin und zwei hier in der Mitte hin. Das machen wir hier einfach mal auf jeder Seite. Sobald wir das denn mit den Mauern oben einmal gemacht haben, geht es jetzt weiter, dass wir, würde ich mal sagen, nochmal unsere Steinstufen nehmen. Die können wir jetzt hier, wir fangen einfach mal auf der einen Seite an, wo wir, sag ich mal, hier so einen Steinblock hingemacht haben. Einfach unsere Steinstufen hier einmal so komplett an den Seiten mal langziehen. Bis zur anderen Seite und hier enden wir auch wieder halt bei diesen zweier Steinen. So, sobald wir das denn haben, können wir jetzt, würde ich mal sagen, muss ich mal selber nochmal gucken. Ich würde mal sagen, wir brauchen mal wieder zwei neue Blöcke. Und zwar holen wir uns nochmal die Steinziegelblöcke raus und dafür nochmal die Stufen bitte. Und zwar brauchen wir die jetzt so, dass wir jetzt einfach mal hier auf unseren Steinblock, den wir hier haben, einfach mal unsere Steinziegelblöcke einmal platzieren. Die können wir hier einmal so ringsrum setzen. So, das machen wir mal. Und sobald wir das denn darauf haben, können wir jetzt einfach mal an den Seiten hier uns so einen Dreier hinsetzen, einen Block freilassen und einen Zweier hin. So, dann machen wir hier, sage ich mal, so ein bisschen die Turmzinnen einmal rauf. Ne, die sich, sage ich mal, immer hier oben einmal befinden. So, Mitte 2, an den Ecken machen wir so einen Dreier hin und hier wieder 2 hin. Sobald wir das denn geschafft haben, können wir jetzt, würde ich mal sagen, unsere Steinstufen nehmen, die hier einmal unten auf dem Boden so platzieren. So, das können wir hier komplett einmal so ausfüllen. Wunderbar, das machen wir hier alles mal dicht. Und sobald wir das denn haben, suchen wir einmal die Mitte raus. Mitte ist ganz einfach, da haben wir hier so eine 4er Fläche. Können dann einfach mal unsere Betonblöcke hinsetzen und dann würde ich das Ganze noch ein bisschen stabiler bauen und mir einfach noch so ein paar Stufen hier an die Seiten einmal platzieren. So, dann haben wir das oben schon einmal fertig und dann würde ich noch sagen, nehmen wir nochmal die Steinstufen und platzieren einfach mal hier unten am Steinblock nochmal eine weitere Stufenreihe. So, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar kleine Feinheiten machen. Zum einen, wir können schon mal das Glas einmal reinplatzieren, wer möchte. Einfach ein paar Glasblöcke nehmen und die dahinter einfach mal ransetzen. Das machen wir hier wieder einfach so, zack, 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 einfach Glasblöcke ran. Und sobald wir dann hier unsere Glasblöcke platziert haben, obwohl hier unten fehlt auch noch, so machen wir fertig, können wir jetzt noch ein paar kleine Sachen reinhauen. Zum einen, wir nehmen mal eine Eisenfalltür, die möchte ich mir gerne hier einfach mal in die Ecken einmal noch so platzieren. Einfach so, zack, hier wo es so ein bisschen schwebt, als ja, Verstärkung einfach mal. Dann haben wir noch ein paar Steinknöpfe, die würde ich einfach mal raten, dass wir die hier bei unseren gemeißelten ja, Steinblöcken hier einfach mal verwenden, die hier auf jeder Seite einfach mal ransetzen. Da dürfen wir nicht vergessen, dass wir die natürlich auch unten einmal haben. Auch hier setzen wir dann einfach mal die Knöpfe einmal ran. So, auf jeder Seite.
Und danach bleibt noch eins offen. Und zwar nehmen wir mal ein bisschen diese schwarzen neuen Steinziegelblöcke, Mauern und Stufen. Und zwar setzen wir die jetzt hier einmal rein, wo wir das einmal hier freigelassen haben. So, schräg davon setzt ihr dann einfach eine Mauer hin. Und darauf dann einfach eine Stufe. Das ist der ganze Effekt. So, hier auch nochmal Mauern und Stufen rauf. Und dann haben wir den Turm so weit gebaut, dass wir ihn jetzt einmal kopieren können. Das heißt, wir nehmen mal einmal unseren Block raus, fliegen am besten zu, würde ich mal sagen, zu unserer Vorderseite hier auf der rechten Seite. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal hier schräg von diesem einen Eckblock hier, den wir hier haben, mal ausgehen. Und dann müssen wir jetzt wieder einmal das Maß rauskriegen. So, unser Maß für unseren Turm ist einfach mal X10, Y26 und Z10. Wir können hier nochmal gucken. Wir haben hier perfekt unseren Turm. Aber ich glaube, bevor ich es abspeichere, nehme ich nochmal meine Kiste hier weg. Da haben wir auch schon, sage ich mal, hier die Farben für unsere Flagge später. So, Kiste mal weg, weil die will ich mir jetzt nicht immer zu kopieren. So, dann gehe ich hier nochmal rein. Wähle wieder was aus. Ich nehme jetzt einfach mal wieder U zum Abspeichern. Zack, habe es abgespeichert. Nehme natürlich meinen Konstruktionsblock und gehe jetzt einfach mal in eine andere Ecke. So, ich sehe ja, ich habe mir das alles hier schön einmal vorgekennzeichnet. So, wir müssen an sich den Block immer, sag ich mal, auf der gleichen Seite platzieren, wie wir ihn, sag ich mal, da jetzt schon haben. Ne? Wir können einfach mal gucken. Wir haben den ja genau jetzt hier, bevor es dann zur nächsten Ecke hier geht, sag ich mal, jetzt hier bei diesem Block, ne? Einfach mal einmal platziert. Ne? Dann würde es ja theoretisch hier wieder weitergehen. Ne? So, das heißt jetzt einfach, dass wir dann einfach jetzt hier zu jeder Ecke gehen, die wir haben, dann einfach komplett hier von dieser Mauer ausgehen und einfach 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einfach hier Abstand lassen, dann einen so schräg zur Seite weg und dann unseren Block hin. Du kannst ja auch gerne jetzt einfach schon so, wie ich mir das markiert habe, einfach so ein kleines Muster ziehen. Ne, ich kann jetzt auch gerne hier irgendeinen Block nehmen, der wird ja jetzt eh ausgetauscht. Also 1, 2, 3, 4, 5, einen in der Ecke hin und wieder 5 einfach mal hier so hin. So, dann setzen wir da unseren Block hin, gehen rein, drücken Laden und U. So, jetzt können wir nochmal sehen, was er, sag ich mal, jetzt hier einfasst. Ne, wir können das hier auch von draußen nochmal kontrollieren. Und müssen das jetzt Ganze drehen. Das heißt jetzt, wir gehen hier einmal rein. Gehen hier unten auf Rotation. Ich mache jetzt 90 Grad und guck mal, wie er sich jetzt dreht. Und ihr seht, er hat sich schon perfekt in die Ecke gedreht, wie ich das haben möchte. Jetzt ist mir eins aufgefallen, was ich jetzt nicht beachtet habe. Und zwar, wir haben jetzt, sag ich mal, Steinknöpfe platziert. Jetzt haben wir das hier vorne nicht mal, sag ich mal, abgespeichert, wo die Knöpfe mit abgespeichert sind. Das heißt, die müssten wir jetzt einfach mal per Hand hier nochmal nachtragen. Aber auch nur hier auf der Vorderseite. Ne? Die an den Seiten hat er ja abgespeichert. So, und sobald wir das denn hier haben, gehen wir wieder zur nächsten Ecke. Und jetzt ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen hier wieder zur Ecke, ne? Am besten hier so einfach. Hier, und dann zählen wir wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Einen in der Ecke hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können wir wieder unseren Kopierblock hier einmal ransetzen. Aber da sehen wir, oh, das geht ja gar nicht. Hups. Schön, dass uns das immer auffällt. Schön, dass du mir das auch sagst. Klar geht das nicht. Wir müssen ja immer, sag ich mal, davon ausgehen, wo wir ihn gesetzt haben. Das heißt, theoretisch wäre das jetzt hier. Also brauchen wir jetzt gar nicht diese Markierung. Ja, sowas. Ja. Ja, dann gehen wir hier einfach mal, ne, hier bei der Ecke einfach mal ran. Gehen wieder auf Laden, können einmal U machen und müssen das Ganze jetzt wieder drehen. Sicherheitshalber gucke ich aber immer, dass mein Markierungsbereich, sage ich mal, das jetzt hier doch nicht überschreitet, ne, dass das hier wirklich passt. So, das passt. Können reingehen, drücken auf Laden und ihr seht, aha, wunderbar, hat wieder gepasst. Natürlich wieder, weil ich vergessen habe, das so einzustellen, müssen wir hier wieder einmal die Knöpfe nachtragen. So, machen wir mal. Ja, und sobald wir dann natürlich die Knöpfe haben, fehlt uns natürlich nochmal einmal eine Seite, wo wir unseren Turm setzen. Und auch hier, wir haben es ja gelernt, müssen wir, sage ich mal, so ausgehen, dass der Kastenbereich immer so gesetzt ist, wie wir natürlich auch einmal abgespeichert haben. Das heißt, die Markierung ist jetzt hier unwichtig, die hat eigentlich nur für da hinten gezählt. Ja, wieder hier in der Ecke einmal hin, gehen wir wieder hier auf Laden unter das, was wir gespeichert haben. Und jetzt müssen wir es nur einmal drehen und jetzt volle Kanne auf 270 Grad und speichern. Und ihr seht, perfekt ist der Turm hier wieder einmal kopiert worden. So, auch hier wieder dann einmal unsere Knöpfe hin. Jetzt haben wir natürlich all unsere Türmchen uns, sag ich mal, so dupliziert. Jetzt wollen wir, sag ich mal, uns noch die schöne deutsche Flagge einmal oben drauf basteln. Die können wir uns natürlich nicht duplizieren, weil die, sag ich mal, dabei dann auch gedreht wäre. Die müssen wir jetzt einfach mal per Hand basteln. Ist aber ganz einfach. Wir nehmen uns ein paar Mauern raus. Ich nehme jetzt einfach mal die Dorit-Mauern. Ich finde die eigentlich passend. Und setzen uns jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mauern einmal rauf. Und dann können wir uns die Flagge hier einmal zeichnen. Flaggen bauen ist eigentlich immer relativ simpel. Die sollte natürlich nicht steif sein. Die sollte sich ein bisschen im Wind natürlich
rumflattern. Und dann würde ich noch sagen, die ist hier so ein bisschen, zack, hier so schräg nach unten auch so leicht. Ne? Und dann ist die Fahne fertig. Ganz einfach, simpel, kannst du dir dann einfach so hier die so ein bisschen basteln. Kannst natürlich auch deine Nationalflagge raufbasteln. Wenn du jetzt natürlich nicht hier ein Deutscher bist, dann mach darauf, was du möchtest. Italienflagge oder so, ne? Aber ich finde, für den Reichstag muss einfach die deutsche Flagge wehen. Ne, ist ja, sag ich mal, auch halt der Reichstag. Ja, dann gehen wir einfach zu jeder Ecke und da setzen wir jedes Mal, wie du, sag ich mal, dir dein Flaggenmast, sag ich mal, hier gesetzt hast, den auch nochmal hin. Jetzt sollten wir natürlich zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einfach mal so hin und dann einfach hier, zack, immer zu, sag ich mal, hier die Flagge einmal langziehen. So, einfach mal noch schön machen. So, wunderbar. Dann haben wir auch hier die Flagge und fehlt nochmal auf der einen Vorderseite hier. Auch hier wieder gleiche Ecke. Ich gucke mir gerade die Flagge so an. Ich habe die drüben doch ein bisschen länger gemacht. Einfach hier statt ein Zipfel mache ich das hier doch denn, ups, so, auf zwei. Ne, dann ist die doch ein bisschen größer. Na, ist mir gerade aufgefallen, noch von drüben. Habe mich schon die ganze Zeit gewundert. So, hä? Ist die nicht ein bisschen kurz? Ja, ist ein bisschen kurz. Machen wir einfach ein bisschen länger. Jetzt sind wir natürlich hier am Ende der ersten Folge angelangt. Es steht schon einiges. In der nächsten Folge geht es dann weiter, dass wir die ganzen Seitenteile einmal weiterbauen. Dann kommen natürlich die Innenhöfe, Vorder- und Rückseite und natürlich das Dach. Ja, aber für erst bedanke ich mich fürs Zusehen. Den nächsten Teil ist wie immer verlinkt am Ende. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Nachbauen.